habe Janis oft genug gesagt, wie leid mir das alles tut und dass ich um ihn kämpfe. Aber wenn er nicht um mich kämpfen will... Ich bin so happy, ich kann es kaum in Worte fassen. Mann, ich habe so lange darauf gewartet und jetzt habe ich Janis wieder. Und die Nacht gestern mit ihm, die war einfach wunderschön, zärtlich und einfach leidenschaftlich. Morgen! Hi, Mami! Was geht denn hier? Darf ich mal kurz eine Sache anmerken? Ihr beide habt komischerweise dieselben Outfits von gestern an. Like Walk of Shame. Oh. Janis und Emmy! Ey, geil! Schön, ihr habt's ja gewusst! Ist das dein Ernst, wieder was mit ihr anzufangen? Ja? Nach allem, was passiert ist? Tatsächlich? Ernsthaft? Kümmer dich doch einfach mal um deinen eigenen Scheiß, Theo, während ich mich um deinen Sohn kümmere. Hm? Ja, du, lass mich noch mal kurz ins Bad, weil ich für mich echt ein bisschen verschwunden. Gut, aber beeil dich, okay? Ja, klar. Gestern war echt so eine Achterbahn voller Gefühle. Ich meine, erst hat Janis mich noch komplett fertig gemacht, weil er so eifersüchtig auf Steve war. Und dann hat er mir wie aus dem Nichts gesagt, dass er mich liebt. Und ey, das ist so schön, dass wir wieder zusammen sind. Da kann Theo lästern, wie er will. Ja. Warum hast du mich nicht geweckt? Hast du gar nicht dich nochmal zu mir gelegt? Nee, du hast so tief geschlafen und ich wollte jetzt eben ein bisschen Ruhe auf der Dachterrasse zeichnen, weißt du, deswegen... ich hab da eine bessere Idee. Lass uns doch nochmal eine Runde kuscheln. Ja, nee, ich würde jetzt wirklich... Ich muss da was vorbereiten für Arbeit und so, weißt du, deswegen... Janis, ja? Hat dir Theo wieder irgendein Floh in den Ohr gesetzt? Ich meine, heute Morgen war noch alles super und jetzt bist du schon wieder so... distanziert. Keine Ahnung, die Situation vorhin, Mann, die hat mich komplett überfordert. Ey, wir kamen hier runter und alle wussten schon direkt Bescheid, was zwischen uns beiden war. Dann hast du dich schon wieder direkt in mein Bett gelegt und natürlich die Worte, die mein Dad gesagt hat. Ich fand die Nacht mit dir wirklich wunderschön. Aber ich weiß nicht, ob ich wieder mit dir zusammen sein kann. Korrigier mich, aber du hast mir doch gesagt, dass du mich liebst. Und ich meine, ich liebe dich doch auch und ich dachte, jetzt können wir endlich mal alles hinter uns lassen und einen Neuanfang starten. Ich weiß nicht, ob meine Liebe dafür reicht, um das Ganze, was passiert ist, einfach zu vergessen. Ja, gestern hat mein Herz die Kontrolle übernommen. Und jetzt ist es wieder mein Kopf und ich weiß einfach nicht, wie und ob ich überhaupt auf Dauer damit umgehen kann. Ich glaube, Janis weiß gar nicht, wie sehr er manchmal Menschen mit seinen Worten verletzen kann. Amy. Jetzt warte. Warte doch. Ja? Papa, pass auf, ich hab grad Stress mit Emmy. Ich ruf dich später an, ja? Emmy. Hallo. Hab ich mir das alles nur eingeredet? Das fühlte sich alles so gut an mit Janis, so wie immer. Und wie kann er jetzt nach so einer Nacht so hart und kühl zu mir sein? Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Was mache ich denn jetzt? Wie soll das bitte mit Janis und mir weitergehen? Ich meine, ich muss die ganze Zeit an letzte Nacht denken und er? Ihm geht's nicht so. Aber vielleicht muss ich den Tatsachen einfach ins Auge blicken und es so sehen, wie es ist. Es war nur eine Nacht mit ihm. Mehr nicht. Können wir nochmal reden? Ist doch alles gesagt, oder? Wir müssen ja nicht alles tausendmal quatschen. Ich verstehe schon, dein Kopf ist stärker als dein Herz. Muss ich ja nehmen. Alles cool. Was soll ich denn machen? Ich geh schon. Hey. Sag mal,
Wollen wir das jetzt gleich mal machen? Durchgehen die ganzen Zahlen, was? Damit jemand einen Überblick. Ja, die ganzen Zahlen. Einnahmen, Ausgaben. Also du musst ja einen Überblick haben. Ja. Gleich. Hey, alles klar? Ja, alles gut. Hey. Sieh, lass uns das mal schnell machen, dann hast du es hinter dir. Alter, warte doch mal, Mann. Bis später. Okay. Hast du heute schon was vor? Eigentlich wollte Jannis mit mir noch was besprechen. Ist das wichtig oder muss ich hier bleiben? Nee, ist ja eigentlich alles schon gesagt, oder? Ja, dann... Du, ich muss eigentlich gleich arbeiten, aber du kannst ja mit in den Laden kommen. Oh, cool. Dann ja, willst du das? Cool, ja. Cool. Und wann willst du das machen, die Besprechung? Alter. Ja, ich muss ja Zeit wissen. SMS. Das war ja eine Chance. Er hätte einfach sagen können, geh nicht mit ihm. Bleib hier. Hat aber nicht. Oder wollen wir gleich schon los? Oder was hast du jetzt noch vor? Nee, die Grapefruit kann ich später essen. Ich hole nur meine Sachen und ja, super. Dann gehen wir los. Kein Problem. Alter, was willst du sprechen? Ja, du musst ja mal einen Überblick haben, die ganzen Zahlen, was du nachher... Na, hast du Bock zu reden? Nee, Papa, ich habe echt gar keinen Bock zu quatschen. Jannis! Papa, ich habe echt keinen Bock zu reden. Aber ich will reden. Ja, ist schön. Ey, was fein ist, komm. Hör mal zu, bitte, ganz kurz. Was hältst du davon, mir ein neues Logo zu machen, das Buddy Bird? Ich brauche ein neues Logo, ich möchte moderner werden, ich möchte ein bisschen mehr junge Leute ansprechen. Und ich meine, du bist ein begnadeter Künstler. Und wenn du dir ein paar Gedanken machst oder vielleicht das Logo komplett entwirfst, das wäre geil. Und ich müsste dich nicht bezahlen. Ich kann mal drüber nachdenken, ja. Aber das mit dem nicht bezahlen kannst du ja abschminken. Digga, du hast keinen Unterhalt, kein Kindergeld, nie Taschengeld. Oder hast du mir mal Taschengeld? Nee. Da kannst du es ja gut machen. Alles gut. War ein Scherz, natürlich wirst du bezahlt dafür. Ja, okay, ich mach dir was Cooles, ja. Mir gefällt der Laden echt gut. Sehr nett hier. Freut mich. Ich werde dir bestimmt öfters jetzt mal vorbeischauen. Kannst du machen, aber ich kann dich schon mal vorwarnen. Sonst ist es wesentlich voller. Hm. Und dann hätte ich auch nicht die Zeit, mit dir zu reden. Das macht mir nichts, das ist gar nicht so schlimm. Wenn mich das Buddy-Burmer nicht beschäftigt, bin ich echt froh, mal eine andere Location zu sehen. Ich sehe sonst nur ein Hotel, den Fernseher. Und das ist hier mal echt ein mega Ausgleich zu dem Ganzen. Mal was anderes. Hast du vielleicht Bock, nur so als Vorschlag, nach deiner Schicht vielleicht mit mir was essen zu gehen? Du kannst gerne zu mir ins Hotel kommen. Wir können was bestellen. Die Küche ist super. Der Roomservice ist schnell. Es tut mir leid, was vorhin passiert ist. Es tut mir leid, dass das Sieg mit Emmy abgehauen ist. Ja, aber... So kannst du mir nicht sehen, wie die Alte tickt. Du hast den aber Beweis. Ich hab wirklich keine Lust. Ja, hör doch mal bitte auf mich, ganz kurz, bitte. Ja, lass dir einfach mal einen Ratschlag von deinem alten Herrn geben. Es wird immer wieder die Möglichkeit kommen, dass du eine tolle Frau kennenlernst. Und du wirst irgendwann die Frau deines Lebens kennenlernen. Glaub es mir einfach. Mann, ich hab keinen drüben Bock drüber zu quatschen. Und woher kommen auf einmal diese Ratschläge, hä? Mann, pass auf, lass mich jetzt bitte einfach nur in Ruhe. Ich werde mich an diesem Design hier setzen oder so, aber lass mich in Ruhe. Und vor allem lass mich diesem Textthema in Ruhe. Hey, ist okay. Aber glaub mir. Ja, ist okay, Mann. Oh, das geht gar nicht. Mann, ich muss dringend runterkommen. In meinem Kopf geht gerade so viel Scheiße ab. Ey, mir ist wirklich mit diesem Steve abgehauen. Scheiße. Ey, ich hab das Gefühl, mir platzt gleich der Schädel. Mann, ich will nicht an Emmy denken. Oder was sie womöglich gerade mit diesem Steve macht, oder auch nicht, oder was weiß ich. Und mit diesem Scheißzeug hier, ja, das ist so einfach, alles zu vergessen. Emmy, ich finde dich echt mega. Ich finde deine Tattoos cool, ich finde dein Body mega. Und ich finde das auch richtig gut, dass du nicht so einfach zu haben bist. Mach dich nicht so verrückt. Wir entspannen nachher. Du kommst zu mir ins Hotel, wir essen eine Kleinigkeit. Entspannen ein bisschen, quatschen und dann gucken wir einfach, was der Abend noch so bringt. Danke auf jeden Fall für die Blumen. Aber ich denke eher, da wird nichts raus. Okay. Alles klar. Okay. Dann vielleicht mal anders mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ich will diesen Steve nicht. Klar, Janus hat mich heute Morgen mega verletzt, aber ich habe einfach das Gefühl, ich würde ihn betrügen.
Schwanitz! Guck mal, was wir für eine Veranstaltung haben. Erdbeeren und Sahne. Max, hast du dich eingeladen? Nee, danke, ich hab mich so. Oh, komm, eine Portion. Danke, gönnt euch. Hier! Alles gut. Mit Olli, Janis, kannst du noch. Na, wie war's mit Steve? Gut, nett. Aber es geht dich doch eigentlich nichts an, oder? Ich meine, du hast mir klipp und klar gesagt, dass ich tun und machen kann, was ich will, ne? Ja, kannst machen, was du willst. Auweia, Emmy, also mit Janis hast du es gerade nicht so, wa? Ja, ey, Olli, Verfatzer, ohne Scheiß, denkst du um 12 bis mittags. Sehr gut. Emmy. Ey, du und Janis, ihr näht euch doch gerade an. Warum triffst du dich dann mit diesem Steve? Verfällst du wieder in alte Muster? Hast du was mit dem Typen? Um Gottes Willen natürlich nicht. Mann, ich liebe Janis, okay? Ich habe gerade gemerkt, dass Liebe einfach reicht. Gott, Mann, ich bin's einfach leid zu kämpfen. Ich kann nicht mehr. Wirklich nicht. Und klär's bitte auf. Weil der Kleine sitzt da hinten jetzt in sein Zimmer und der glaubt, dass du was mit dem Steve gehabt hast, okay? Du müsst ihn mal bitte einfach sein lassen. Ich hab Janis oft genug gesagt, wie leid mir das alles tut und dass ich um ihn kämpfe. Aber wenn er nicht um mich kämpfen will, dann hat das zwischen uns alles einfach keinen Sinn. Wie kann den Tag so schön anfangen und dann so beschissen enden? Anfangs habe ich gedacht, ich hätte echt alles gewonnen. Und jetzt? Jetzt habe ich nichts mehr. Emmy? Können wir kurz reden? Oder? Hey, jetzt lass uns doch mal kurz reden, bitte. Hey, Emmy, es tut mir leid. Hör mal zu, Mann, es war nicht deine Schuld. Das ist, dass ich nicht über meinen Schatten springen kann, das ist ganz allein meine Schuld, okay? Und ich habe auch kein Recht dazu, dir zu verbieten, was mit Steve zu haben. Aber der Gedanke, der versetzt mir so einen Stich, dass ich dann die ganze Zeit wieder Bilder von dir, Basti, Nina. Mein Kopf ist einfach komplett überfordert und ich hätte gerade am liebsten wieder zu Drogen gegriffen. Aber habe ich nicht. Habe ich nicht. Weil mir klar geworden ist, dass ich die Vergangenheit endlich begraben muss. Ich könnte mit dir glücklich werden, wenn ich einfach meinen Kopf in den Griff bekommen würde, aber ich habe dadurch alles verkackt und habe dich zu Steve getrieben und... Mann, ich hab doch nicht was mit Steve gehabt, Janis. Genauso wenig, wie ich mit Basti geschlafen hätte. Ich bin nur mit Steve mitgegangen, weil ich wollte, dass du mich aufhältst. Hast du aber nicht. Mann... Wie oft soll ich es denn noch wiederholen, Janis? Du weißt ganz genau, dass ich alles dafür geben würde, um alles ungeschehen machen zu können. Um einfach nur wieder mit dir neu anzufangen. Ich dich liebe. Ich will auch nichts lieber als das. Wirklich. Und du bist dir wirklich sicher, dass du mir vertrauen kannst? Kämpfen kannst? Ja, dann wir gehören einfach zusammen. Ja. Aber wollen wir es vielleicht fürs Erste langsam angehen und keine Ahnung, vielleicht hast du ja Bock heute bei mir zu übernachten. Also, nur wenn du willst, also. Ich sehe bald das wirklich. Auch mit langsam angehen und alle. So, gehen wir direkt drüber, oder? Ja, gib mir nur 5 Minuten, ich muss da kurz ein bisschen Klarschiff machen. Ja, okay. Janis und ich hätten heute beinahe richtig Scheiße gebaut. Aber ey, wir haben uns beide zusammengerissen und gekämpft. Und warum? Weil wir uns lieben. Und ich glaube, wir können jetzt wirklich neu anfangen. Ich bin froh, dass du zu Reha fährst und gesund wiederkommst. Oh, du wirst mir fehlen. Und jetzt ist halt nichts mehr zu machen. Schmidt ist gesund. Ich lebe mein Leben so wie vorher. Mann, ich habe keinen Plan, was ich ändern könnte. Der Zug ist abgefahren, mein Freundchen.
aber sich eine Woche nicht bei mir gemeldet. Mann, wenn ich Olivia erobern will, dann muss ich mir was richtig, richtig, richtig Gutes einfallen lassen. Du hast ihn schon einmal fertig gemacht und du wirst ihn wieder fertig machen. Aber diesmal hab ich dich im Auge, diesmal bin ich hier.